Willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Child of Light. Ja, wo war ich jetzt gewesen? Kann ich gerade nicht so erinnern. Jedenfalls waren wir gerade unterwegs, ich glaube, wir müssen weiter nach links, aber hier war irgendwo noch eine Geisterdame da. Voll erwischt! Und wir bekämpfen sie gleich zu Beginn dieser Folge. Natürlich mit seinen. Und mit ihrer zwei Begleitern da. So. Unser. Ja, wie hieß er nochmal? Verdammt. Überrumpler? Nennen wir auch so. Mir gefällt der Name Überrumpler. Wer ist das erste? Berumpeln wir ihn als erstes. Bam. So, kurz blocken. Stelle Licht auf diese Dame da. Wow. Nicht schlecht. Das sieht schon mal geil aus. Also im letzten Mal muss nur eine Kugel unterbrochen. Perfekt. Die können wir aufhalten. Das wird ein sehr knapper Angriff. Fast zeitgleich. So, den haben wir schon mal erlebt. Was passiert? Geht automatisch auf ihn? Ja. Ab. Ah, nee. Tempo erhöht. Einmal überrumpeln und einmal Schwerthieb. Und besiegt. Wunderbar. Level ab. Ah, fast. So, wir gucken hier uns mal durch. Waren wir hier? Ja, waren wir. Wir gucken mal hier unten. Ich will ja nichts verpassen. Bin aber ganz schön tief. Okay. Hallo, Monster. Kriegst mich nicht, du kriegst mich nicht. Nein, 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 nein. So, dann gehen wir erstmal weiter nach links. Und ja, bekämpfen wir die erstmal. Das wird jetzt zwischen. Da haben wir ihn. Der ist schon gefährlich hier. Wir sind ja noch harmlos fast. Und gegen ihn Sternenlicht. Oh, das sieht schlecht aus. Ah ne, er erhöht wieder sein Tempo. Spüre meine Macht! Und komplett besiegt. Natürlich überrumpeln. Ja, reicht nicht. Nee, der macht einen Attack. Okay. Hey, nicht auf Aurora. Okay, den können wir ja nicht verhindern. Der ist ziemlich speedmäßig drauf. Nee, nochmal. Ach, der erhöht auch noch die Geschwindigkeit des anderen. Okay, jetzt wird's aber hier langsam fresh hier. Gut, er ist besiegt.
Zumindest einen hier. Und der wird zurückgeschleudert. Ne, können wir nicht mehr aufhalten. Ja doch, oder? Jawohl! Ja, dann bin ich doch noch besiegt. Da ist aber der Werb. So, was kriegt er alles? Verteidigung Magieresistenz. 5 Punkte. Unaufhaltsam Elixier, okay. So, der gute alte. Wie heißt du eigentlich? Ich vergiss den Namen. Hier wollen wir weitergehen. Wie heißt der nochmal? Kollege. Rubella. Rubella? Okay. Warte mal, Inventar. Wo ist das? Da. Schützt einen anwesenden Verbündeten 4 Runden lang vor Unterbrechungen während der Vorbereitung eines Towers oder Angriffs. Okay. Das ist schon mal nicht schlecht. Man kann damit schon mal arbeiten. Hey, bleib stehen. Vorsicht vor den Dorn. Yeah. Ich möchte echt mal so ein bisschen um und hier mal durchgucken. Ich glaube, hier waren wir vorhin. Ja, hier war dieser Geist gewesen. Deswegen werden wir hier mal hochgehen. Das Einsammeln ist wichtig. Dann geht's weiter hoch. Immer weiter höher. Okay, ist Grenze. Das war gerade knapp. Was sind wir denn hier? Klopp, klopp. Ist da jemand? Zwei ungeschliffene Rubin. Okay. So, hier haben wir noch eine Kiste. Ein Wiederbeleben. Nix da. Ha! Oh, was bist du denn für ein Kollege? Ja, ich würde mal sagen, wir erledigen erstmal ihn. Und der scheint ja der gefährlichere von beiden zu sein. Aber wegen gerade deinen Speed-Modus-Erhöhung halt. Wenn er den ja auch schneller machen, dann könnte es gefährlich werden. So, den haben wir erstmal um. Den will ich mir ein bisschen aufhalten. Ah, ne, kriegen wir, glaube ich, nicht mehr hin. Nein. Gut. Wir machen Verteidigung. Verdammt. Na, noch gekriegt. Gut. Jetzt nochmal Verteidigung. Verlangsam? Boah, ist das mies. So, den überrumpeln wir aber erstmal. Okay, der ist besiegt. Los, Aurora! Zeig, was du kannst! Oh, der scheint sehr stark zu sein.
Betäubender Biss. Ach, immer noch diese Verlangsamung. Oh, wird sie immer langsamer oder was? Ich kann dich auch verlangsamen hier. Reicht's? Stellenlicht gegen dich. Okay. Nicht mit mir. Oh, Stufenaufstieg. Schön. Das wird verbessert. Ja, Leben, Verteidigung, das ist gut. Magieresistenz, ja. Und ein... Och, was kriegt man denn alles? Ein Lull-Elixier. Okay. So, wir wollen hier da weitergehen. Und das... Diesen komischen Elixier mal angucken, die wir da bekommen haben. Da verringert das Tempo einer anwesenden dunklen Kreatur 4 Runden lang um 50%. Ja, können wir machen. Was kriegen wir? Glühwurm-Elixier. So, hier noch so eine Insel. Klopf, klopf. Ah, verschlossen. Schade. Verschlossen, verdrossen. So, hier geht's weiter runter. Und... Einen sehr dunklen Ort. Oh Gott. Oh Gott. Ich weiß nur, was schlimmer ist. Ich weiß was. Stellenlicht auf ihn. In Hoffnung, dass er als erstes verschwindet jetzt. Spüre meine Macht! Oh, der lebt noch. Nicht gut. Oh, er hat mich vertippt. Verdammt. Der muss aufhalten. Aua. Ah, betäubender Biss. Oh, das war schon. Na, hätte ich mich einmal nicht vertippt, dann hätten wir schon geschafft. Naja. Passiert. Er trifft diesmal. Achso, ist wieder so ein Wachstumsschub. Und dann macht es auch nur 50. Oh Gott, jetzt sind sie mega schnell. Das wird lustig, meine Freunde. Aber erstmal überrumpeln wir sie. Okay, den ersten haben wir schon mal. Und jetzt Feuerhieb! Diesmal Rutella. Können wir den Namen merken? Meine Güte, der hält aber einiges aus. Und mal kurz blocken hier. Zack. Ich denke mal, das war's jetzt. Jawohl. Und? Ah, verdammt.
Was? Ungeschliffener Rubin. Wir haben jetzt ein paar Rubine gefunden. Da auch wieder. Also, wir haben jetzt ein paar gefunden. Ich würde nur fast behaupten. Wir machen das mal. 3 ungeschliffene Rubine. Und erhalten einen geschliffenen. Okay, jetzt tun wir 3 ungeschliffene von denen. Und erhalten einen geschliffenen. Da fehlt noch eins, okay. Zurück. Kann man die eigentlich auch wieder entfernen? Ja, kann man, cool. Also kein Nachteil. Gut, 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 gut. Ich würde sagen, ihn hier. Hat überhaupt sowas? Ah. Erhöht den Erdwiderstand. Ja, lassen wir mal. Machen wir es hier und gehört ein Angriff in der Runde. Maximale LP. Ja, wir wissen das mal drin. Jetzt wechseln wir auch mal zu ihm. Ich gebe ihm auch mal diesen Stein. Wasserwiderstand. Ne, den wir auch hier hin tun. Dann haben wir wenigstens eine Chance, dass wir bei einem Angriff, werden wir selber einen Angriff oder Zauber vorbereiten, nicht verhauen. Selber. Halt, dass wir dann halt wieder von vorne machen müssen. Unsere Aktion. Also, es ist ein sehr dunkler Wald. Ach, hier. Hier sind wir also. Und da sind wir das letzte Mal nicht hochgekommen. Bam! Haben wir ihn. Dann habe ich schon diese Orte versucht zu finden. Und da gibt es immer wieder schöne Verstecke. Ein Geist. Würde ich mal sagen, obwohl, da müssen wir aber ganz schnell weg. Komm, machen wir so. Hinfort mit dir! So, und jetzt Angriff! Ha! Böster Geist. Da können wir nichts machen. Trostlose Bürger. Spüre unsere Waffen. Na, schafft das noch? Jawohl! Wir haben es noch gerade so geschafft. So, der Aufstieg, jawohl. So, mal gucken. Ja. Nicht überwältigend dabei, aber immerhin. Was kriegen wir noch? Ein Zaubertrank. Okay. Wir wollen jetzt den Zaubertrank und wollen nach den Fähigkeiten. Magieresistenz um 5. Okay. Das nehmen wir doch. So, wir gucken mal weiter hier. Vielleicht finden wir ja noch was.
Ja, hier waren wir. Au. Okay, da gehen wir mal wieder zurück. Da gibt es so viel zu entdecken, das ist unglaublich. Ich muss hier jeden Winkel angucken, in der Hoffnung, dass da noch was sein könnte. Oh, hier sieht es aber nicht aus. Hier könnte jetzt was sein. Oder auch nicht. Ach, hier. Da sind wir. Mir Speed einsetzen. Naja. So, jetzt gehen wir mal hier weiter. Oh, es geht hoch hinaus. Oh, hier ist Ende. Ende im Gelände. Okay. So, also wir müssen hier runter. Die Luft ist so mild, Herr Glühwurm. Igniculus. Aurora, wie groß ist eine Nadel? Was? Hör auf, du redest abstrus. Warum macht sich zum Ast? Wer wie ein Blatt ist, ganz klein. Du und ich, wir könnten Bäume sein. Sicher, das wäre fein. Wenn ich mich so schnell bewege, dann machst du so eine Grimasse, so... Kriegst mich nicht. Nee. Oh Gott. Hä? Hey. Du kriegst mich nicht. What? Oh Gott. Was haben wir da jetzt eingebrockt? Erstmal hier verprügeln, denke ich mal. Verwundbar durch Feuer. Die machen erstmal ein bisschen hier Aua. Spinne ich mal weg. Gut. Ja, den. So, da fällt der schon mal zurück. Das ist gut. Bell. Das ist schon eine Attacke, okay. So. Hau ihn! Gut, da ist wieder aus den Angriffsvorbereitungen raus. Meine Güte, können die einiges einstecken. Ich würde sagen, jetzt gehen wir in die Verteidigung. Wir können die Röte schaffen. Oder? Ja, das könnten wir. Muss ich aber ihn jetzt angehen. Ha! Und jetzt Aurora noch. So, lassen wir uns überhaupt nicht zum Zug kommen. Ah, und das ist auch komplett besiegt. Wunderbar. Und den lassen wir erstmal ein bisschen hier aufhalten. Jetzt greifen wir an. Zack. Er wird zurückgeschlagen. Und jetzt schlägt er nochmal Aurora zu. Und wir sammeln hier mal nebenbei ein.
Jetzt kriegen wir bei einem Schlag ab. Damit läuft er besser. Okay. Das ist jetzt nicht die Welt. Und besiegt. Also, oder? Aho, jetzt Level ab. Ah, schade. Wir kriegen hier ein Heiltonikum. Und der Weg ist frei. Ja, ich würde nur sagen, ich setze mich mal. Ne, Gebüsch. Ja, ich sag mal hier. Vielen Dank, dass ihr zugeschaut habt. Und wenn es euch gefallen hat bisher, dann schaut beim nächsten Mal wieder ein. Bis dahin, tschüss.